Hey draußen, hier ist der Flex von Stronger Flex TV und heute gibt's noch mal zwei absolute Basics. Bei diesen zwei Basics handelt es sich zum einen um den Hollow Body Hold. Also es geht darum, die Ganzkörperspannung zu halten. In dem Fall mal primär ventrale Kette, also Körpervorderseite. Und dann den sogenannten Superman Hold. Da haben wir die Spannung dann bevorzugt in der Körperrückseite. Wobei ich auch beim Hollow Body Hold den Po anspanne, was dann ja auch die Körperrückseite ist. Also es verschwimmt ein wenig. Diese zwei Übungen sind drin im Floor 1, dem Programm von GMB Fitness, wo man sich am Floor, am Boden bewegt. Das habe ich jetzt angefangen, nachdem P2, P2, das Parallels-Programm abgeschlossen war. Der Strong macht was anderes, Geheimes. Ja, der versucht irgendwie, sich einen Vorteil zu verschaffen. Ich habe noch nicht genau rausgefunden, was er macht. Auf jeden Fall macht er was anderes. Ist mir auch egal. Ich halte mich an den Plan. Ja? Du, ich kann leider schon alles aus dem Programm, deswegen. Naja, er wird schon sehen. Er wird schon sehen, was passiert. Er wird schon sehen. Ja, er ist rechts abgewogen, ich links. Mal gucken, was der richtige Weg ist. Ich verstehe, warum er was anderes machen wollte. Es war ihm halt nicht fancy genug so, ja. Und er will halt einfach vielleicht ein bisschen mehr Richtung Skillwork rein. Das verstehe ich total. Ich mag daran, dass ich jetzt gerade mal wieder springen muss. Und zwar relativ viel. Ich habe das in meiner Basketballzeit sehr, sehr viel gemacht und das als Erwachsener kommt das teilweise im Leben gar nicht mehr vor, was jammerschade ist und auch wichtig ist, dass man auch eben springt, dass man auch sprintet. Also das gefällt mir daran, da ist also richtig auch so ein Hit-Programm dann drin, wo richtig die Beine qualmen und überhaupt die Pumpe geht. Also ich mag das Programm und es halt sind diese zwei Basics drin und es gibt auch von, ich weiß nicht, ob es von Ryan Hurst ist, also dem Designer des Programms, oder von einem anderen Kandidaten von GMB Fitness, von Gold Medal Buddies, der sagt, trainiere die Basics, als ob es fortgeschritten wäre. Ne? Wir wollen ja alle die geilen Sachen machen, den was weiß ich was, den Salto rückwärts und den einarmigen Handstand. Ja? Aber der Weg dorthin sind halt die Basics. Und die sollte man eben nicht nur so halbherzig machen, sondern wirklich als ob es da um den wahnsinns einarmigen Handstand zum Beispiel geht. Und daran halte ich mich und ich habe Spaß daran und spüre definitiv den Effekt. So, wer sich für Floor 1 trainiert und GMB Fitness, geht einfach ins Beschreibungsfeld auf mehr Anzeigen klicken. Wenn du im PC oder Laptop sitzt, dann geht's Beschreibungsfeld auf, dann findest du den Link. Nutzt du die App, drückst du aufs kleine Pfeilchen neben dem Videotitel, dann kommst du da rein und dann kannst du da auch mal dir überlegen, ob du da was machen willst. Wärmste Empfehlung von Herzen von mir. Und jetzt kommt der Hollow Body Hold. Ausgangsposition ist offensichtlich die Rückenlage. Du musst, also müssen tust du gar nichts, aber du darfst hier jetzt deine individuelle Dosis finden. Und du kannst einfach progressiv in Übung reingehen. Das heißt, du nimmst jetzt einfach, winkelst die Beine an, gehst immer so Hüftwinkel etwas kleiner, 90 Grad, dann ist dein Becken automatisch aufgerichtet. Also du kannst nicht ins Hohlkreuz, wenn der Hüftwinkel kleiner 90 Grad ist oder sehr, sehr schwerlich. Ja, dein Becken wird nach unten gepresst. Die Arme nehme ich jetzt auch nach vorne und schiebe die Schultern tief, ja, und würde jetzt, wenn ich diese Position wähle, wenn ich also ganz am Anfang stehe, würde ich den Kopf leicht anheben, das Kinn zur Brust nehmen, ja, und das wäre meine Position. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr einfach. Ziel ist, bei dieser Übung ist, die gesamte Wirbelsäule konstant in den Boden hineinzupressen. So, jetzt gehe ich einfach nochmal davon aus, dass es bei euch nicht ganz so finster aussieht, ja, und deshalb lassen wir jetzt die Beine hier mal ein bisschen nach vorne bewegen. Jetzt ist der Hüftwinkel größer, 90 Grad, und ich muss jetzt arbeiten, um das Becken in den Boden zu pressen. Ja, ich muss den Bauch anspannen, ich spanne definitiv auch zusätzlich den Po noch mit an, kneife die Pobacken zusammen, das hilft auch wiederum dem Bauch. Und jetzt nehme ich die Arme hier nach hinten über Kopf, ja, und jetzt kann das sein, dass das deine Position ist, ja, und es spricht auch nichts,
zwingend dagegen, den Kopf abzulegen. Es entlastet natürlich deinen Nacken enorm. Ja? Solange du die ganze Zeit aktiv deine Wirbelsäule in den Boden presst. Ja? Und wenn wir jetzt Richtung Vollversion gehen, ja, dann sind die Beine ganz gestreckt. Die spannen Oberschenkel an. Ich überstrecke wie so ein Toner die Füße. Der Kopf liegt, die Arme schweben, die Schulter ist tief. Und jetzt lasse ich die Beine so weit ab, wie ich die Wirbelsäule komplett auf dem Boden halten kann. Ja, presse rein, presse rein, presse rein. Und da wirklich keine Kompromisse machen. Da darf kein Millimeter irgendein Wirbelkörper abheben. Ja? Und dann reicht es auch, wenn du das 20 Sekunden hältst. Wenn du sagst, oh, jetzt mache ich immer eine Minute oder zwei, dann wird die Qualität drunter leiden. Mach lieber 5 Sätze und presse wirklich mit allem, was du hast, deine Wirbelsäule in den Boden hinein. Ja? Und wenn du das jetzt so als kleines Ganzkörperspannungsworkout machen willst, drehst du dich dann in die Übung Nummer 2, einfach um. Und jetzt haben wir hier auch eine super Handstand-Progression. Ja, also das, was wir jetzt hier in diesem Superman-Hold machen, das brauchen wir im Handstand. Ich strecke wieder schön die Füße, ja, bringe die Fersen in Kontakt und den Kontakt möchte ich auch aktiv halten. Ich drücke die Knie durch und jetzt brauche ich die Po-Muskulatur. Ich spanne den Po an und lasse den Bauchnabel schweben. Das geht vor allem dann gut, wenn man normalgewichtig ist. Wenn man ein bisschen eine Pauke vorne dran hat, dann kann man den Bauchnabel vielleicht nicht schweben lassen, aber man kann zumindest eine Druckentlastung vornehmen, also ja, dass weniger Druck auf Höhe des Bauchnabels Richtung Boden passiert. Jetzt bringe ich meine Stirn erstmal zum Boden und wandere mit meinen Händen, mit meinen Fingern, krabbel ich jetzt hier ganz weit nach vorne, bis aus dem Bild raus, soweit ich kann, ja, ganz lange Arme aus der Schulter rausgezogen. Schulter ist in der Elevation, also das ist nachher auch im Handstand, wenn ich nicht Knochen auf Knochen im Handstand stehe, sondern wirklich muskulär. Also ich schiebe aus der Schulter raus. Die Schulter ist nicht eine Depression, sondern eine Elevation. Ja? So, und jetzt kommt nochmal alle Positionen zusammen, Fersen zusammen, Knie gestreckt, Füße überstreckt, jetzt Po fest, Bauchnabel schwebt und jetzt hebe ich die Stirn ganz leicht an und ich hebe die Arme an und die Beine an und ich ziehe die Arme nach oben aus der Schulter raus und ich ziehe die Arme nach hinten und ich halte die Knie gestreckt, ich halte die Fersen zusammen, der Po ist noch fest, der Bauchnabel schwebt, ja, und das ist meine Position, der Superman Hold, und den halte ich dann wieder 20 Sekunden ganz aktiv, ja, ohne auch nur ein kleines bisschen Energie zu sparen, ich gebe da alles. So, jetzt hast du nochmal 2 absolut elementare Basics an der Hand. Es passiert da draußen in der fancy Fitnesswelt einfach viel, viel zu oft, eigentlich immer, dass der 28. Schritt vorm ersten gemacht wird. Die Basics werden nicht angelegt. Ich gehe gleich in irgendeine Übung rein. So werde ich A, nie wirklich gut performen und B, bin ich einer dauerhaften Verletzungsgefahr ausgesetzt. Also wendet euch auf jeden Fall diesen Basics zu und ja, macht dies regelmäßig. Wenn du mehr lernen möchtest als das, was du über die Videos transportiert wirst, dann besteht dieses Jahr bereits zum zweiten Mal die Chance dazu. Dabei wird es aber dieses Jahr auf jeden Fall bleiben. Und zwar Ende September, am 29. und 30. September, findet nochmal unser Bewegungsfreiheit-Workshop hier in Stuttgart statt. Alle weiteren Infos findest du im Beschreibungsfeld des Videos oder auf unserer Website oder in der Facebook-Veranstaltung. Aber geh einfach ins Beschreibungsfeld, da verlinken wir dorthin. Und da kann man dann mal 2 volle Tage sehr intensiv von uns lernen. Bitte gib auch ein Däumchen nach oben für dieses Video, damit diese wichtigen Übungen auch andere Menschen erreichen. Abonnier uns hier oben, falls du es nicht getan hast. Danach auf die Glocke drücken, damit du auch informiert wirst, wenn wir ein Video hochladen, sonst kriegst du es gar nicht mit. Du denkst, das Abo reicht, ist nicht der Fall. Hier geht's zu Instagram und hier zu 2 unserer letzten Videos. Der Flex ist wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.